Ja, moin Leute, willkommen zurück zu Don't Starve Together mit mir, dem Frame und dem Blaze. Jo. Ach du Scheiße. Ja, es ist am Regnen, das ist unglaublich schlecht für mich. Auch nur ein bisschen, sei doch nicht so. Vor allem, ich bin so weit weg von zu Hause. Ich hoffe, ich werde irgendwie vom Blitz getroffen. Das wird mir noch einiges retten. So, das brauchen wir. Oh Gott, ich hasse es. Was ist los? Ach, nix. Okay, okay. Ich hab quasi hier, sag's mir kurz, aus Versehen eine Karotte gegessen, die ich nicht essen wollte. Kennst das doch, ne? Ah ja. Ach, du bist doch hier. Okay. Ne? Blitze wollen heute nicht bei mir einschlagen. Naja, sei froh. Tut doch weh. Nee. Blitze sind gut für mich. Oh, Blitze sind gut für ihn. Frame steht gerne unter Strom. Klar. Oh, diese scheiß Meteoriten, die uns hier alles kaputt gemacht haben. So, was ich gleich mal gucken wollte. Erstmal ziehe ich mir hier Meatballs rein. Diese Drying Racks. Da brauchen wir auf alle Fälle noch ein paar mehr von. Weil das Essen geht, so viel ich weiß, nicht kaputt. Dafür brauchen wir ganz viel Ropes. Ja. Okay. Erstmal hier. Zack. Soll ich dir meine ganzen Teile geben? Egal. Was denn? Meine Zapfen. Ach so. Ja, die bringen eh nicht relativ viel. Also ich habe extra noch ein bisschen Holz im Inventar gehabt. Ja, okay. Ah, oh, es hat aufgehört. Sehr gut. So, ich muss mich rasieren, denn ich kann mir jetzt... öffnest du bitte die... Nein, ich kann mir noch... Oh Gott. Mir fehlt noch ein Bart. Ich brauche ja 4 Bart-Dinger, glaube ich. Muss man noch mal kurz gucken. So. Wo war das? Ich habe ja so ein Nightmare-Fuel gefunden. Ja. Man braucht mindestens 2, um was zu machen. So, Pottenfern. Wo ist das mit drin? Magic? Ice Stuff? One-Man-Band. Da. Ich brauche 4 Bretter, 4-mal Fleisch und 4-mal Bart für dieses Ding zum Wiederbeleben. Mhm. So, dann würde ich jetzt fast sagen, wir kümmern uns mal um ein paar Bienchen. Ich ziehe mir jetzt noch einmal diese Meatballs rein. Genau, wir haben ja kurz auch mal Pause gemacht, haben uns ein bisschen gefuttert, ein bisschen informiert auch. Genau, so, ich habe jetzt wieder 31 Leben. Guck mal kurz hier rein, unser Stale Meat ist nämlich fast, mittlere Kiste, ist nämlich fast kaputt. Ob man das für irgendwas noch nehmen kann vorher? Jo, dann mache ich das so, dann werden wir mal ein OP-Essen craften, ne, mit 4 Fleisch. Oha. So, okay. Dann habe ich hier noch Monsterfleisch. So, dann würde ich was sagen. Wir werden uns einmal in Richtung Bienen begeben. Ich hitte die an. Und du schaust dann irgendwie, dass du das Ding kaputt machen kannst. Jo, mein. Also da kamen Panzer. Irgendwie doch nur Meatballs raus. Ich weiß nicht genau, wie das geht mit dem OP-Fleisch. Ich habe vorhin was gesehen, dass es noch was gibt. Und zwar müssten wir irgendwie Fisch kriegen. Fisch, gekocht am Feuer, bringt uns, glaube ich, 40 Hunger wieder. Okay. Es gibt, glaube ich, auch eine Fishing Rod oder so. Keine Ahnung. Ja, müssen wir mal schauen. Also es gibt ja noch so viele. Ja, die Frage ist natürlich, wie lange wir noch überleben. Ja. Ich hätte vielleicht meinen Rucksack gleich zu Hause lassen sollen, aber egal. So, und wie gesagt, ein bisschen Gras möchte ich mir da noch besorgen, um... Ach, da sind wir schon richtig. Ja. So, ich habe jetzt keine Dogsuit dabei, ich hoffe, das ist kein Problem. Ne, pass mal auf. Ich hitte das Ding jetzt an. Muss jetzt nur mal kurz meinen Rucksack hier lassen. Zack. Ich hitte das Ding einmal an und du guckst dann, dass du das Ding abgebaut bekommst. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr raus. Hab's. War da so ein Honigding dabei? Honeycomb? Ja.
Na, 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 na. Bin schon wieder auf 21 Leben runter. Ja, guck einfach mal, dass du zur Base läufst. So lange wollte ich nicht verfolgen. Ja, das sind ja diese komischen Dinger. Ja. So, dann brauche ich jetzt dann noch oben. Also du kannst jetzt, wenn du magst, ein Beehive bauen. Oder so eine Beebox, wie das Ding heißt. Das ist unter Survival, oder? Ich glaube, ja. Warte mal, Kompass, Birdtrap. Oder ist das unter Food? Nee, doch, eine Beebox ist unter Food. Halt, da brauchen wir 4 Bienen für und dafür brauche ich dieses komische Bugnet. Das heißt, ich werde mich jetzt mal um ein bisschen Gras hier kümmern. So, und zwar Bugnet. War das wo mit drin und das Survival, glaube ich, auch mit, oder? Birdtrap. Kompass. Geht schon mal Holz für Umbrella. Bugnet. Ein Seil brauche ich dann dafür. Oh, Spinnenweben habe ich auch noch genug dafür. Gut. Oh, perfekt. Dann kann ich das gleich machen. So, und zwar einmal Survival. Ein Piggyback. Wo war das jetzt? Nee. Doch, das Survival müsste das gewesen sein. Ach, erstmal brauche ich ein Seil, so. Ja, kriegen wir hin. Wo habe ich es jetzt gefunden gehabt? Forerunner, Strawroll, Booster Shot, Heilsalbe, Birdtrap? Trap? Bin ich jetzt doof? Ah, hier, Bugnet. Ach, und eine Fishing Rod. Dafür brauchen wir auch eigentlich nur Sticks und Spinnenweben. Ich mache jetzt erstmal ein Bugnet. So. Ich gehe mal kurz Bienen farmen. Okay. Wo hast du denn das Fishing Rod gesehen? Und Survival, das letzte. Letzte. Oh, Gott. Das voll. Ob es jetzt so eine gute Idee war, jetzt zu gehen? Beebox. 4 Bienen brauchen wir. Eine? Hilfe, rote Bienen! Noch mehr rote Bienen! Da hin, oder? Ich sollte mir eventuell eine andere Beebox suchen, die noch nicht angegriffen wurde. Es sind nämlich ganz viele von diesen ganz bösen Bienen und die bringen mir nichts. Dann kommen wir erstmal nach Hause. Boah, 21 Leben noch, ne? Aber sobald wir den Honig haben, also das Problem ist, wir brauchen ja mehr Beeboxen, ne? Das ist es ja, aber. Aber ich habe ja schon 3 Honig. Ach so! So, ist hier irgendwo was in der Falle drin? Nein? Okay. So, dann ziehe ich mir, glaube ich, gleich mal ein bisschen Trockenfleisch rein. Ja, was muss man da hinhängen? Das ganz normale Fleisch oder welches? Das? Ganz normal die Morsels, also die getöteten Hasen. Ah, okay. So, Spoiled Petal, Stale Dark. Ist das rote jetzt schon Dünger? Nee, der muss noch warten. Sicher? Muss einmal komplett durch sein. Ach Gott, das wollte ich doch gar nicht. So. Boah, das Beef Jerky bringt mir richtig Leben wieder, ne? Ich zieh mir das zweite noch rein. Ja, was Small ist denn Rot? Weil wir haben hier Rot auch noch. Moment. Das Rot ist schon, jedes Mal drücke ich wieder Escape, ist schon der Dünger. Das heißt, ist halt jetzt die Frage, ob wir jetzt die Beeren düngen, dass wir uns quasi, Meatballs machen können über den Winter. Oder ist morgen. So, zack. So, unsere ganzen Fallen, die werden bald sowas von kaputt sein. Ach, das ist auch schon wieder fertig. Ja, ich habe auch nur noch 45 Leben, aber nimm du erstmal. Ja, warte, ich bin wieder auf 37. So, trocknen. Trocknen. Dann kriegst du jetzt quasi. Guckst du mal, was dir das bringt an Leben. Ja, so 7. Geht. Ja, aber 7 ist nicht schlecht, ne? Jo, klar. So, Map.
Habe ich hier irgendwo noch so ein Bienendings gehabt? Das war das. Moment, wir haben doch eins, was viel näher ist, ne? Wo denn? Das haben wir noch nicht kaputt gemacht. Das ist nicht beim Wurmloch, weil das andere war beim Wurmloch oben, was wir kaputt gemacht haben, oder? Ja. Da, wo du dich wiederbelebt hast. Ein bisschen ein ganz kleines Stück weiter oben ist hier noch eins. Da kommen wir dann direkt gleich wieder hin. Jo. Aber ich brauche nur Bienen. Also von daher, Honig brauchen wir im Moment keinen. Ich brauche nur noch 3 Bienen. Okay, dann auf. Oh, ich sollte vielleicht hier, muss ich mal ganz kurz machen, Freundesliste anzeigen. Bitte auf Offline gehen. Wir werden hier die ganze Zeit die Leute angezeigt, die quasi in irgendwelche Spiele reinjoinen. Ich glaube, das wird bei mir gar nicht aufgenommen. Naja, aber wer weiß, ne? So. Gucken wir mal. Da höre ich Bienen. Ich höre Bienen? Aber ich sehe sie nicht. Ach, hier. Hier ist das Bienennest. Aber ich sehe keine orangen Bienen, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Okay. So ein ganz klein wenig. So, das sind die ganzen roten Bienen, die ich nicht haben will. Die ganzen angepissten Bienen. Noch mehr? Oh, ich werde jetzt noch irgendwo... Mal kurz die Map aufmachen. Ich werde jetzt noch irgendwo ein paar Bienen finden, die ich mitnehmen kann, normale. Oh, schon wieder rote Bienen. Da ist eine. Ja, hier ist auch noch eine bei mir. 2? Oh, shoot. Verdammt. Da ist die dritte. So, und jetzt noch eine. Ah, schon wieder dieser komische Läufer. Puh. Brauchst du noch eine? Jo. Ja, komm mal genau dahin, wo der untere Bienenkorb ist. Der untere Bienenkorb? Ja, siehst du mich? Hier ist einer. Ah. Flupp. Sehr gut. Können wir es direkt machen. Ja. Und wie gesagt, mit dem Honig können wir auch diese... Was war das jetzt? War das unter Survival mit drin? Gib mir schon mal die Bienen. Moment. So. Ja, super. Wo war das mit drin? Wo soll ich die hinstellen, die Bee-Box? Weiß nicht, vielleicht irgendwo rechts von der Mauer oder so. Yay! Okay. So, normalerweise ist es jetzt so, dass da irgendwann Bienen rauskommen. Ah, da kommen sie schon, ne? Und die fliegen jetzt quasi und müssten an uns suchen Blumen. Und bringen uns dann Honig. Ah, okay. So, wo war das jetzt drin? Das ist cool. Müsste eigentlich unter Survival mit drin sein. Thermalstone, Fishing Rod, Umbrella, Tent... Irgendwann sollten wir vielleicht auch mal schlafen. Hanne, Pultise. 2 Honig und Papyrus. Helium Minerals. Okay. Wie viel Papyrus? 1. Aber dafür brauchen wir erst den Honig. Haben wir schon. Was? War da schon Honig drin? Ich hätte ja schon ein bisschen Honig bekommen. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich die Bienen wieder einfange? Okay. Ich muss aber jetzt auf alle Fälle erstmal. Also ich habe eins von den Teilen gemacht. Da kannst du ja mal testen an dir. Achso, das heißt dir gegeben. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist für so eine kleine Honigbox. Ah, hier. Haben wir denn GIF? Ja. Jetzt auf 60. Jetzt bin ich auf 90. Ui. Geil, 30, ne? So können wir uns wieder hocharbeiten. Das gefällt mir. Jupp. Ah, wird gleich schon wieder dunkel. Ja. So, ich brauche auf alle Fälle mehr Gras, weil... Was wollte ich mir jetzt machen? Ich habe es vergessen mit dem ganzen Gras.
Seile und Seile für was? Ach ja, nee, Moment, wir dürfen uns wieder neue Fallen machen, ganz dringend.